Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Arr und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Total War Warhammer 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich spiele natürlich nicht alleine Against, sondern der Mr. Merp ist auch noch da. Ich grüße dich. Ja, ahoi Piraten. Against gegen sich selber, das wäre auch mal interessant. Ne? Ja. Es gibt ja auch so Leute, die spielen Schach gegen sich selbst, ne? Das finde ich aber tatsächlich manchmal auch ganz entspannend. So. Ah, das machst du tatsächlich? Ich habe das mal so eine Zeit lang gemacht, so wenn ich im Bus gefahren bin oder sowas, dann habe ich mir irgendwelche, mein Vater ist so ein passionierter Schachspieler. Der war sogar, glaube ich, mal ziemlich gut. Und der hatte dann, ach guck mal hier, jetzt willst du nicht Angriffspakt, okay. Und der hat mir dann manchmal so Zeitschriften gegeben, da waren dann so Schachstellungen drin oder so, ne? Und dann habe ich das so ein bisschen rätselmäßig, ne? So, wie spielst du in der Stellung dann weiter und so. Das finde ich aber dann cool. Immer so ein bisschen das hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das finde ich cool, weil nämlich mein Sohn, der geht nämlich tatsächlich auch in den Schachkurs. Ja. Und da muss ich mal gucken, ob man sowas findet, weil das könnte natürlich für ihn interessant sein. Ich glaube, wenn du das so ein bisschen als Knobelaufgabe spielst, so guck mal, das und das ist die Stellung, ne? Mhm. Und in 10 Runden ist matt, find mal raus, welche Züge dazu führen oder sowas, ne? Das ist echt ganz, ganz witzig. Okay, das ist cool. Mein Vater wollte immer übrigens, dass aus mir mal irgendwann so ein grandioser Schachspieler wird. Und ich habe ihn da leider auf ganzer Linie enttäuscht. Ich habe immer gerne so Schachrätsel gemacht, aber ich hätte jetzt zum Beispiel nie, also ich hatte nie die Leidenschaft, das irgendwie so auf Wettkampfniveau irgendwie zu spielen oder so. War mir das auch immer ein bisschen, ja, und dann muss ich auch dazu sagen, von meinen Freunden hat keiner Schach gespielt. Also das war auch nochmal so eine Sache. Dann spielst du das halt selber auch nicht so unbedingt, ne? Was willst du machen? Das, was deine Freunde spielen, also Fußball, Basketball. Ja, das ist richtig. Ein bisschen Skateboard fahren oder sowas, ne? Da bist du jetzt nicht unbedingt dann zum Schachspieler. Aber das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, welche Möglichkeiten man so hat. Also ich meine zumindest, bei meinem Vater war das halt einer der wenigen Sportvereine, die es überhaupt gab, wo der herkommt, ne? Und dann bist du natürlich froh, wenn du sowas auch machen kannst. Und hat er es kolonisiert? Oh yeah, baby. Ach, weil die ganzen Typen, die dem Merp die Punkte schenken, ne? Das gibt's einfach nicht. Tja, irgendwas ist ja immer, ne? So, jetzt. Mein Wunsch ging in Erfüllung und jetzt wird's hässlich für ihn. Yes. Ich hätte gerade noch so die Hoffnung, dich vielleicht doch noch einholen zu können, aber wenn du jetzt nochmal Infamie-Punkte durch Vernichtikus-Aktion bekommst, dann bin ich da raus. So, ich behaupte einfach mal, das kannst du knicken. Die Stadt hat noch keine Mauern, die hat er gerade eben erst besiedelt. Ich gucke. Jo. Ja, mal komm, mach mal das Auto. Ich meine, da könnte man jetzt wieder so sagen, haha, ich mach dir nochmal ein paar Verluste mehr, ne? Aber boah, Alter, ey, die KI, ne? Danke, Spiel, für. Ne, für alles. Niederreißen. Bäm. Ja. Tyrion besiegt. Gibt auch noch ein Achievement. Mehr Nahkampfangriff für die gesamte Armee. Oh yeah. Und plus Rang bei der Rekrutierung für alle Einheiten plus 1. Ach, es ist schön, ich zu sein. Also, Leute, ne, das ist schade, dass wir das hier nicht mit Webcam spielen, weil ihr jetzt halt sehen könntet, wie ich hier gerade in die Tischkante beiße. Ja, jetzt bin ich 760 Punkte vor dir. Ja, das schaffe ich nicht so schnell. Also ich glaube schon, dass ich besser bin als... Hau da jetzt aber einfach so mal so raus. Hau da jetzt einfach mal so raus. So. A good understudy. Das ist auf jeden Fall gerade eben sehr, sehr cool. Warte mal. Horde der Zombie. Das ist eigentlich völlig okay. Warte mal, eigentlich möchte ich das da. Ja, was mache ich mit dem jetzt hier? Eigentlich kann der schon mal in diese Richtung gehen.
Ja, und Lothern ist jetzt unverteidigt. Es ist ja nicht so, dass es noch besser wird, Günner, ne? Es wird ja noch schlimmer. Naja. Ja, ja. Muss man dazu sagen. Oh Mann, ey, das ist ein weiter Weg. So. Aber so weit vorne war ich noch nie. Ich kann bloß hoffen, dass ich es halten kann. Weil ich muss diesen Abstand jetzt für immer halten. Ja, ja, genau. Für immer. So. Ah, das Skavenblight, okay. Wave treading. Ich gehe jetzt einfach mal da hinterher, was du da so hast. Guck mir einfach mal so deine Länder an. Mach das. Das Lustige ist, dass offiziell du auf 76 bei mir jetzt hochgehst. Das Spiel entscheidet schon mal auf interessante Art und Weise, dass wir uns mögen, ja? Genau, ob du mich zum Mögen hast. Ist gut, wenn man sich um solche Dinge nicht selbst Gedanken machen muss. Genau, das wird delegiert. Fight me, die in pain, pain! No! So. Na gut. Dann bist du da. Yeah. Ich werde, das hat der Günner noch irgendwie voll die Rune und holt sich jetzt 1000. Nee, leider. Punkte. Leider nein, leider nein. Ah, okay, das ist gut. Okay, wir machen das, weil tatsächlich, also das zusätzliche Einkommen bringt mir hier nichts. Und dann. Bitte erstmal das. Ja, bitte, okay, mach mal das. Und. Dann. Laufen wir noch ein bisschen weiter vor. Okay. Ja. Kannst dir aussuchen, ob du die KI spielen willst oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall selbst machen. Ja, dann in dem Fall spiele ich sie natürlich. Ist das eine Stadt? Hab ich noch nicht geguckt. Ja, die hat Mauern. Oh, ja, dann macht's Spaß, das zu spielen. Ne. Ja, also das ist schon, das werde ich schon gewinnen. Aber ich finde, ja, also es ist so, so ist es vielleicht dann noch ein bisschen sehenswerter. Vielleicht kann ich jetzt auch mal deinen Lightheim-Sucher killen oder so. Nee, keine Sorge, ich spiele den anders. Ich spiele nicht so aggro wie du. Ich spiele immer sehr aggressiv. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das war aber auch bei Arena schon immer so. Ja. Aber das ist halt auch einfach so eine Sache. Also klar ist es, man gerät dadurch manchmal in Situationen, die nicht so gut sind. Das ist gar keine Frage. Aber einen Gegner unter Druck setzen ist halt wirklich wertvoll. Wenn der erstmal quasi dann nur noch reagieren kann. So. Finde ich eigentlich so jetzt ganz gut. For Heldenhammer! Swordsman! Halberdiers! For Heldenhammer! Kann ich nicht verstecken, ne? Ja. Stell ich dich hier hin. I command here! We are ready! Ja, du kannst das so machen. Du droppst das mal. Bist du bereit? Noch nicht so ganz. Weil bei denen könnte man das eigentlich sogar schon so sagen. Okay, dann, ne, hauen wir los, ja? Jo. Treffen. Yes,
Nö. Okay. Lalalala. Wie dem auch sei. Dass du da überhaupt hinballern kannst, finde ich krass. Dass deine Türme überhaupt weiterballern, finde ich krass. Das ist schon eine sehr große Unverschämtheit, wie ich finde. Die schießen noch weiter, ne? Hast du ja gerade mitgekriegt, ne? Ja, ja, ich hab gesehen, ne? Noch eine Weile geschossen, ja. Ja, ja. Taking position. Okay. Wir machen es anders, weil du ja hier einfach nur schießt. Was hat er denn da vor? Weiß ich gar nicht so genau, ne? Gucken wir mal. So, wo war denn mein... Haben wir den... Da haben wir den, ne? Holen wir den mal. Ja, und du bist auf jeden Fall mal hier. Du kommst mal hier hin. Ich finde es ja lustig, dass du die Einheiten noch siehst. Eigentlich sollten die jetzt ja verdeckt sein, ne? Naja, ja, die stehen ja alle hinter den Gebäuden da, ne? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall wenig. Ja, also wir können das mal kurz von mir aus auf Dreifache machen, bis ich in Stellung bin. Ja, ja, gleich, gleich. Auch noch ganz kurz. Aber von mir aus können wir das kurz machen. Ja. Weil zusammenschießen lassen muss ich jetzt die Typen ja auch nicht, ne? Ja, ja, klar, man muss jetzt auch nicht unbedingt sinnlos zum Fraß vorwerfen, das, sehe ich auch so. Ja, schieß mal hier drauf. Das ist halt krass, dass der Mörser halt da trotzdem so steil schießen kann, dass er die trifft. Hm. So ist es. Ja, ich kann den nicht allen ausweichen, das ist für mich ausgeschlossen. Das ist gut zu wissen. We are Sigma's heirs. Empire Marksman. Take the ground. So, da kommst du jetzt nicht mehr ran.
take the ground. Siehst du? Jetzt musst du es dummerweise im Nahkampf machen. Doof. Taking position. Ach ja. No lingering, sir. Yes, sir. Boah, das Spiel, ey, ich hasse dich so sehr. Moving now. To battle. Sigma calls. Das ist der gleiche Mist, ne? Das hast du da runter gemacht, ne? Von Dings, ne? Armed and ready. We are Sigma's S. Ja, die Zauber, gegen die kann ich halt nichts machen. Na, da kannst du nicht so gut blocken. Der Günner, Leute, scheut einen Nahkampf Mano a Mano. So ist es. Ich bin ein ganz, 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 ganz feiger, arroganter Hund. Jetzt rennen sie weg, diese feigen Schwertkämpfer der Grenzgrafen. The Empire endures. Yes, sir, quickly. No lingering. So, sag mal bitte. Okay, ihr seid dann noch auf dem Weg dahin. Alles klar. Achso, ja, du stellst dich bitte irgendwo hier hin. Ja, okay, und hier kommt bitte her. Keine Sorge, die hat 35% Missile Dodge. Hihi. Ja, das ist natürlich nicht so günstig. Evelyn Jenkins. Oh nein, jetzt schießt sie da in die Häuser rein. Ne? Ah, der Spell ist zu lahm. Das ist ein Slow-Motion-Spell. Ja, aber wirklich. Ja, oh, das ist der Lifetime-Suche, der Penner. Ja. Jetzt mach mal hier mal langsam Endgame. Ja, ich hab's versucht halt. Also, es war jetzt nicht ja, klar, natürlich. Ich finde das auch absolut legitim, ne? Ja, nee, nee. Wie gesagt, dass die Leute wissen, was ich hier vorhatte. Also, ich hatte nicht vor, das jetzt hier künstlich herauszuzögern. Ja, ja, ist schon. Wollte jetzt hier geballt quasi dich zu einem Nahkampf zwingen. Aber du hast halt einfach den Artillerie- und Magie-Vorteil. Und ja, da geht halt einfach nix. Da sind ein paar Vorteile zu viel, ne? Das ist richtig, leider. Komm. Brauchst jetzt ja auch nicht mehr warten. Ist eh von Arsch. Kann eh nichts dagegen machen. Oh, der ist an der Häuserwand abgeploppt. Das darf nicht sein. Was ist abgeploppt? Damit. Ein Skill, den ich gerade eingesetzt habe. For the twin-tailed comet. Crossbows ready, General. Taking position. Shoot! Conditions acceptable. Launch. For Heldenhammer. Die Aranessa bei dir, die hat aber auch schon einige Level, ne? Die kann auf jeden Fall was. Ach Gott, da brauche ich ja echt nichts mehr machen hier. Ich will besser auf irgendwas schießen hier so, ne? Vielleicht hier so? Crossbowman! Boah, ey, deine Horde der Zombie-Artillerie deckt. Nur Musketen sind nicht mal deckbar. Ja, die sind gar nicht so schlecht. Ja, das hätte ich dir auch die KI machen lassen können, da hätte man Zeit gespart. Deine Truppe. Ich sage jetzt mal was Freches.
Wie kannst du 700 Punkte hinter mir sein, dass, obwohl deine Armee so viel besser ist als meine? Ja, ne, ist schon ein bisschen komisch. Ich verstehe das manchmal auch nicht so recht. Ja, gut. Aber... Man weiß. Ja, gut, aber es ist legitim, dass man versucht, hier sich noch bestmöglich auch zu verkaufen und das so, ist ne? Ja, ja. So, das war's jetzt aber. Ja, ja, das ist down. Kannst auch beenden, weil, wie gesagt, das ist eher. Ja, ich hab's noch nicht. Jetzt hab ich's. Jetzt kommt's, ja. Jetzt hab ich's. Dü-lü-lü. Nee, aber natürlich, klar, du hast am Anfang die Grenzgrafen gehabt, ne? Aber dann kommt. Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, Tilea war ein harter Brocken, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ist insofern ganz gut, weil der Held natürlich hochgelevelt wurde dadurch, ne? Also, das ist sicherlich auch okay. So von den taktischen Möglichkeiten, die bauen auf jeden Fall, aber. Ansonsten Grafen noch so ein paar ganz gute Möglichkeiten, um Punkte zu kriegen. Ja, ne, also ich sag mal, aber du bist halt auch ja ein Stückchen weiter rausgesegelt, ne? Und da finde ich, ist ja dann auch okay, wenn man dafür ja irgendwie belohnt wird, ne? Weil es ist halt eine riskantere Taktik und das finde ich dann auch durchaus legitim, ne? Also. Ich habe jetzt halt alles auf eine Karte gesetzt und bin jetzt halt nach Ultuan rein und habe jetzt erst in Ultuan durch Hochbeschwörung von billigen Zombie-Spackos, überhaupt ist mir eine zweite Armee gegönnt, ne? Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich dadurch jetzt hier die Hochelfen hier richtig zusammengetreten und ich werde auch nicht aufhören damit, also. Ja, ja, das ist auch gut so. Und dann werde ich den Dunkelelfen in den Rücken fallen und dasselbe mit ihnen machen. Ich muss gerade gucken. Nee, da haben wir doch alles, ne? Gut. Ich muss noch einen Skill vergeben. Machst du bitte das noch hier? Sicherlich ein guter Skill. Das Doofe ist, hier fehlt mir gerade jetzt ein Bewegungspunkt, ne? Typischerweise habe ich noch einen Gear, den ich dir geben kann. Jo, mach mal hier das. Ach klar, warum nicht? Der Hafen von Lothern ist halt echt geil. Ich frage mich, was der Hafen von Lothern bringt. Das ist so eine allgemeine strategische Position, die kann ja jedem was geben. Was, wenn Untote das besetzen, frage ich mich, was kriege ich da? Gute Frage. Da will ich gerne hin, aber ist mir, glaube ich, echt noch ein bisschen zu teuer. Wir gehen jetzt erstmal hier drauf, schlage ich vor. Oh, fast 600 Punkte noch, sehr, sehr gut. So, wo kann ich sehen, welche Stufe mein Schiff ist? Stufe 5, große Kabine habe ich. Okay, das ist schon das Maximum, ja. Ja. Hab ich noch nicht. Mörse kriege ich nicht, ne? Ne, okay, gut, alles klar. Dann schauen wir noch gerade andere Gebäude. Das da hätte ich gerne. Das da hätte ich gerne. Und dann ist meine Kohle eigentlich auch schon wieder weg. Geht schneller weg wie im echten Leben, ne? Das ist krass, ne? Okay, und dann machst du bitte noch das. Und dann haben wir auch wieder schön was ausgebaut. Und jetzt gucken wir nochmal gerade. Ach, stopp, eine Sache fehlt mir natürlich noch, ne? Hier. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Was hatte ich da unten? Hatte ich das oder das hatte ich, ne? Ja, ich glaube, ich hatte das. Sicherlich nicht verkehrt, das nochmal zu haben. Ich weiß halt nicht, ob hier die Dinger stacken, ne? Das Dumme ist, ich kann nur über das Rekrutierungsmenü, ne, kann ich auch sehen, wie hoch meine Anzahl bei Helden ist, ne? Mhm. Sonst kann ich das nicht auswählen, ne? Das ist es nämlich. Ah, echt blöd. Aber dann weiß ich hier, da habe ich noch eine Option. Dann gehen wir jetzt da drauf. Und du musst ja auf jeden Fall nochmal weiter
nach Norden, ne? Also da wollte ich auf jeden Fall ganz gerne hin. Da müssen wir mal gerade hier oben gucken. So, ich habe dich lange genug hingehalten. Aber der Peter Elysium, der muss noch was machen. Der Peter Elysium, standing by. Der wassert auf jeden Fall mal wieder, weil da haben wir ja vorhin das Ding geholt. So, wir können noch dahin, wir können dahin, wir können dahin. Hier finde ich nicht so schlecht, ne? Wenn wir dahin nochmal zurückkämen. Aber ist halt auch wieder ein sehr weiter Weg, ne? Vielleicht. Vielleicht kommst du mittelfristig auch mal erstmal wieder hier hin, ne? Naja, ich habe ja aber auch noch meine Queste. Die muss ich ja auch noch machen. Und da muss ich ja hier hin, ne? Also vielleicht machst du das, Peter. So. Na komm, das können wir jetzt schnell laufen lassen. Müssen wir nicht angucken. Das ist immer noch lustig, dass da oben diese Hochelfensiedlung Arnheim heißt. Muss ich mal an den Film denken, weißt du? Ja, die Brücke von Arnheim, ne? Das ist doch in der Nähe von Köln oder so, ne? Jo, das ist hier in der Nähe. Also für mich ist sowieso da oben alles so in einem Eck, weißt du so? Ja, ist jetzt auch nicht so, ich meine, ne, bei so einem, warte mal, aber, warte mal, nee, hier steht Niederlande, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob es das ist. Ich glaube, es ist auch Brücken und andere Bauwerke, doch, Arnhem. Stopp, bevor wir hier Halbwissen erzählen. Die beiden Brücken über den Niederrhein in der Nähe der Innenstadt werden vielfach noch Ude Rheinbrück, alte Rheinbrücke, John Frost Brücke, bekannt vom Film Die Brücke von Arnheim. Ja, ist in den Niederlanden. Okay, dann ist das in den Niederlanden. So, bevor wir hier zu viel Halbwissen erzählen. Ich bin ja auch nur zugezogen, muss ich dazu sagen. Ne? Ist aber wahrscheinlich nicht so weit weg von. Ne? Und ist ja wichtig, geht ja über Niederrhein, ne? Ist ja schon eine wichtige. Ritus des urtümlichen Rubens ausgeführt. Trainingstruppen Köln. Was? Oh, es haben meine Truppen plus 15 Nahkampfangriff. Was? Das ist eine Verdopplung. Das ist ja de facto eine Verdopplung des Skills. Voyage on. So, was kann ich da jetzt noch machen? Wie geil ist das denn? Ah, 171 Kilometer mit dem Auto. Ja, die Niederlande sind echt nah, ne? Also ich könnte echt mal häufiger darüber fahren. Und nein, jetzt bitte keine dummen Sprüche so von wegen, der Günther fährt Gras kaufen in Niederlanden. Von sowas halte ich echt überhaupt nichts, sondern ich meine tatsächlich eher die Sehenswürdigkeiten. Maastricht ist eine schöne Stadt. Arnhem, ne, da könnte man dann ja auch mal selber hin, Leute, ne, der Steinwall macht das ja, der fährt dann zu irgendwelchen historischen Orten und blockt dann so ein bisschen darüber oder vloggt, ne, kann man dann, sagt man dann in dem Zusammenhang, glaube ich. Könnte ich auch mal machen, so hier ein paar historische Ortschaften abklappern, ne. Get us out of here. Nee, das macht nicht. Das wäre sicherlich eine coole Sache. Zu kritisch, was ich hier gerade eben überlegt habe. Onward, crew. Join me. So, kann ich jetzt das hier machen? Jawollo. Das hier ist auch Jawollo, da bin ich auch sehr froh. Witzig ist ja. Nächste Runde bekommen wir hier nochmal mehr, aber ich. Das, auf Dauer schafft man das nicht, ne? Heftig. Einfach mal heftig. Nee, ist alles okay. Nein, auf Dauer wird es schwierig, dich einzuholen, wenn das so weitergeht, ne? Ja, es ist gerade eben wirklich erstmal so eine kleine Verschnaufphase bei mir jetzt eingetreten. Also für dich. Was dir insofern zu Pass kommt, weil jetzt ist Wertungsrunde, ne? Ja. Und was der Merp jetzt nicht weiß, ich krieg jetzt nächste Runde
550, 600 Infamie und dann ärgert er sich. Echt jetzt? Ich weiß es nicht, wenn es klappt, dann vielleicht. Weil nämlich, Moment, was läuft aus? Nee, ach Mist, das geht noch runter. Warte, das Ding läuft nämlich aus. Und dann könnte ich nämlich, hier rankommen. Und wenn ich das platt mache, Laber, und nicht, das so platt mache, ja, ja. Zeig es einfach. Ja, ja, mache ich dann. Aber wir müssen den Part hier an der Stelle beenden. Schade. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das wird spannend. Dann ist Rundenwertung, ne? Mhm. In diesem Sinne, wird der Gönner das noch aufholen können? Ich habe so eine Idee, aber verraten wird nur nichts. Bis gleich oder im nächsten Part. In diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete und Arr. Ciao.